den Pionieren der Wärmepumpe. Made in Germany. Unabhängig von Öl und Gas. Für weniger CO2. Und eine saubere Umwelt. Die Wärmepumpe von Alpha Innotec. Verbale Paukenschläge, jede Menge Beine, schmucke Uniform und noch mehr Tänze. Dazu eine bestens aufgelegte Gästeschar, ein honoriger Elverat, große und kleine Tollitäten und ganz viele Maskierte. Ja, es ist mal wieder soweit. Die Stadthalle, Verzeihung, die Dr. Stamberger Halle, wird gerockt, getreu dem Motto: Vor dem großen Tore, da steht ein Karl Theodore. Naja, das Wort wird gebogen, dass sich die Balken biegen. Es ist halt Fasching und damit auch gleich wieder alles legitim. So zumindest vergangenen Samstagabend. Sie heißen der Franke oder die Kunni vom Kulmbacher Land, Mauser oder Pinsler. Sie hauen in die Tasten und auf die Pauke. Sie geben sich ganz modern in prunkvollem Gewand oder klassisch so, wie man es eben kennt. Was sich einst das Funkenmariechen nennt, nennt sich heute Maniacs. Naja, die Zeiten haben sich halt geändert. Dem Publikum zumindest gefällt's und für die legen sich die Akteure an diesem Abend schließlich mächtig ins Zeug. Drum stimmt mit uns ein, ihr wisst es genau, auf ein dreifach donnerndes Kulmbach. So richtig rund geht's in der Bütt, da hauen sie auf den ohnehin schon arg gescholtenen Ex-Verteidigungsminister ein. Man könnte meinen, der käme gar nicht von hier. Sie wollen keinen Terminator und auch keinen Plagiator, sondern einen Frankiator als Nachfolger vom Senator. Gemeint ist natürlich der Arnie, einst Gouverneur in Kalifornien, in dessen Fußstapfen solle der KT doch treten. Gut 5 Stunden schunkeln, klatschen und singen sich die Kulmbacher in bester Laune durch den Abend. Noch bis zum 21. Februar dauern die tollen Tage und dann ist wieder alles vorbei.